So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde beim Ranch Simulator. Ja, wir hatten das letzte Mal ja das hier platziert und hatten das hier hingestellt. Ja, ich hatte halt die Tischsäge schon aufgetankt und den Kanister in die Hand genommen. Deswegen sind da oben auch schon zwei Punkte abgearbeitet. So, aber jetzt sollen wir hier hinten hinlaufen. Wir machen nämlich jetzt weiter. Ah, oh, die Victors. Nice. So, dann holen wir nämlich jetzt das Holz hier hinten. So, perfekt. Und dann können wir hier nämlich das auch machen. Kopf. Small Kopf. Small Kopf. Hat. Ja, also fangen wir an, jetzt hier den Stall fertig zu bauen. Ich würde den gerne hier hinten Bäumen stellen. Dämmchen nehmen. So. Alle hepp. Schade, dass man nicht auch zwei Baumstämme nehmen kann. Da war ich etwas schnell. Ein Stück noch. Wow, ein Brett fehlt uns noch, Leute. Wow, wir fast auf den Kopf geflogen hier. Sehr schön. Jetzt müssen wir natürlich gleich den Dachboden noch abreißen. Das machen wir jetzt auch. Wir wollen nur schnell das Holz hier fertig durchlaufen lassen. Und dann geht's ans Abreißen. Ich freue mich schon drauf. So. Hier einmal reingucken. Die Unis haben alles. Ja, nice, perfekt. Ups. So, dann flitzen wir mal schnell und reisen hier mal ein bisschen was ab, würde ich sagen, ne? Ja, alles hübsch machen.
Also was habe ich echt Spaß, ne? Ich könnte den ganzen Tag hier irgendwas kaputt machen. Das ist ja ein Springteil. Das sind die sogenannten Springmodule. Ach so, ja, stimmt. So, jetzt können wir hier erstmal nur das machen und das. Das können wir auch schon machen. Genau. Das kann man schon machen. Das kann man schon machen. Mach doch nicht immer. Ich weiß, dass ich da. Stimmt, da war ja noch solche Dinger. Ja, so eine Kernsanierung, ne? Und wir sanieren ja nicht, wir reißen ja hier nur ab. Warum machst du denn? Ach so, okay. Also wir sind zügig, muss ich sagen, ja. So. Wie schön er das macht, ne? Alles weg. Ich bin beim Drücken teilweise echt schneller, wie der hier arbeitet. Deswegen macht das auch alles. Ah, herrlich. So. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken, Alter. Die Tür bei mir ist gerade da drüben zugegangen. Wow. Alter, da zuckt man dann doch mal kurz zusammen. Wenn du ja weißt, es ist ja eigentlich sonst keiner da. Und auf einmal. Oder irgendwelche Geräusche. Ist das dann schon sehr merkwürdig. Das ist was Wand. So, das war der erste Streich, jetzt folgt der zweite. Doch, so gleich.
geht hier ratzi-fatzi, ihr Lieben, wie ihr seht. Das wird ein neuer Abrissrekord. Oi! Wir haben hier ein Fenster vergessen gehabt, Leute! Wieso? Zu diesem Thema sagen wir jetzt einfach nichts, ihr Lieben. Wahnsinn. Ich habe eine Tapete vergessen. Krass. Ist ja nicht so, dass wir hier noch Schwebesachen haben, ne? Alter, fetzen wir hier durch. Hatten wir sogar noch eine Tapete hängen. Naja, aber gut. Sagen wir es mal so. Okay, hier steht noch was. Wir sind ja auch durchgeflitzt wie so ein Berserker, ja. Da kann auch mal. Halt, er ist noch bis da weg, okay. So. Erstmal wieder hier raus aus dem Rümpel. Dann haben wir das auch geschafft, ihr Lieben. Können wir hier wieder. Oh, halt, nehmen wir mal. Hier haben wir noch was. Ah. Die alte Hühnerleiter. Okay. Schauen wir mal, was wir hier noch machen können. Das würde ich ja auch gerne weg haben wollen. Hier der Müll weg, weg. Unsere kleine Gans hier mal am Flattern. Noch weg. Der kaputte Zaun kommt weg. Das will ich mal so stehen lassen wollen. Das können wir auch mal irgendwann wegmachen hier und dann bauen wir auch mal was Neues hin, ne, würde ich sagen. So, genau, dann wollte ich ja noch mal ins Baumenü gucken. Hier haben wir so Schränke zum Räuchern und für Käse. Das da. Ich würde ja gerne eine Lampe bauen. Naja, das ist.
falsch. Egal, wir machen sie mal hin. Was brauchen wir denn jetzt hier? Metall. Ah, okay. Da brauchen wir Metall. Nun würde ich ja gerne hier hinstellen. Und einen würde ich gerne hier hinstellen. Die brauchen dann sechs Bretter. Da werden wir dann Futter und Wasser reinmachen. Machen wir den ersten schon fertig. Brauchen wir noch fünf. Da werden wir dann Futter und Wasser reinmachen. Dann bauen wir hier so ein kleines Außengehege drumherum. Dann machen wir hier die Türe auf und können nämlich hier auch raus und dann hier in den ja, in den Stall hier, ja. Aber meine Lieben, wenn es euch bis hierher gefallen hat, lasst ein Däumchen da, schreibt was in die Kommentare und ja, ich bin raus, euer Danny, ciao.